Herzlich willkommen zum FTW-LP. Vorige Folge. Ja, ich kann den Ton, glaube ich, wieder anmachen. Ist der Ton jetzt an? Nein. Ist der Ton jetzt an? Nein. Hä? Hey. Ach, jetzt. Okay, ich hatte das ganze Spiel schon geschaltet. Also, vorige Folge wollten wir endlich bei der Bienenbasis ja einen deutlichen Fortschritt machen und haben spontan mit dem Fiddle hier eins in den Boden gehauen und uns dann dran gemacht, das Ganze mit Cherrywood auszufüllen. Da sind wir gerade noch bei und es reicht und reicht einfach nicht. Hey, es ist fast genug. Naja, leider nur fast. Also, einmal schlafen. Dann wiederholen wir das von letzter Folge nochmal kurz. Ein bisschen Hillcherry Saplings. Ein bisschen Bone Meal. Und das wird dann angepflanzt. Super. Das sollte dann wieder einiges an Cherrywood geben. Ja. Und das sollte dann bald mal reichen. Einmal pflanze ich noch was an. Dann haben wir zur Not noch einen kleinen Vorrat. Das laut. Super. Oh, noch gar nichts angekommen. Sagen wir brauchen so noch 3 Stacks Holz vielleicht und dann können wir uns den Raum endlich vervollständigt ansehen. Ah ja, wir brauchen schon mal Elevators. Cool. Haben wir gar nicht. String. Haben wir auch nicht wirklich. Augenblick, man konnte String mit Juju-Mette irgendwie herstellen. Können wir doch machen, warum nicht? 3 Stück. Ja, kein Problem. String. Nee. So. Verdammt, ich wollte einen halben Stack, nicht einen. Egal. Wahrscheinlich brauchen wir eh noch mehr. Gold. Elevators. Ja. Die brauchen wir gleich. Ich warte noch kurz, bis das komplett fertig ist. T
Theoretisch könnten wir hier alles mit Elevators spicken. Oh, hallo Wand. Schrägstrich Boden. Fertig. Pferdelicht. Spammen wir hier erstmal ein bisschen rum. So. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Also, es sieht nach einem Raum aus. Es ist doch schon mal was. Augenblick. Ich brauche kurz ein kleines bisschen Baumaterial. Eigentlich möchte ich das nämlich nicht mit Holz auffüllen. So. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht mal schlecht aus. Dann können wir das hier nochmal aufreißen. Zu finden. So. Dann haben wir hier wirklich schon mal einen kleinen Raum drunter und auch einen etwas schäbigen Zugang. Oh, ist das schön, dass man den. Der ist so richtig schön getarnt. Weil er einfach fast dieselben Texturen hat. Okay. So klappt es. Gut. Da dürfen wohl noch nicht so viele Blöcke zwischen sein. Wahrscheinlich kommt man da nur durch eine bestimmte Anzahl von Blöcken. Schön, wie der Ton umschwackt. Immer wieder toll. Gut. Wir haben jetzt so ganz grob einen Durchgang, einen Eingang. Das Ganze setzen wir dann auch dahin fort, machen es in allen vier Ecken. Und dann kann man hier so einiges draus machen, denke ich. Zudem können wir fürs erste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
aus, die Wette. Ich das nicht da dran platzieren. Ist doch gar nicht mal schlecht. Da müssen wir das dann natürlich alles demnächst noch zumachen. Vernünftig. Export, Remote Auto. Redstone Brick. 20 sind zwar zu viel, aber egal. Für Topiary Grass. Weil wir haben gerade noch nicht genug Elevators, von daher setze ich erstmal in zwei Ecken nur welche. Kann man ja später vielleicht ändern. Das Ganze ist schon ganz schön mit Elevators gespickt. Ah ja, ein Top hier, was brauchen wir noch? Genau das letzte. So. Ist doch gar nicht mal schlecht. Hier ergibt das Ganze auf der Minimap sozusagen ein cooles Muster. Die Gänge, die Wege auf den Hauptbereich, also auf den Außenbereich, in Hof sozusagen. Und dann hat man hier das Rote von dem Raum, der eigentlich da drunter liegt. Vielleicht könnte man hier unten was Ähnliches gestalten. Das wäre ganz witzig. Jetzt erstmal das hier holen, dann euch. Und dann
Ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr quasi dafür jetzt in die Oberwelt. Ich meinte zurück in die Basis. Ich möchte die Basis quasi jetzt so ein bisschen zu mir holen. Dann wäre schon mal eine bestehende Verbindung. Das ist jetzt sozusagen das Netzwerk. Also ein Teil von dem Netzwerk. Alles, was wir hier dran anschließen, gehört dann zum anderen Netzwerk. Also zu dem einen Netzwerk, das wir haben. Zu dem Teil, wir können derzeit noch nicht darauf zugreifen, weil wir brauchen erst noch ein Interface oder so. Nee, kein Interface. Ein Access Terminal. Drei Glas, vier Eisen, eine Conversion Matrix und ein Cable. Wir haben keine Conversion Matrix mehr. Augenblick. Zuerst ein bisschen Holz. Dann Eisen. Dann Glas. Cable, Fluix, Quarz, auch kein Fluix mehr. Ich will das jetzt schaffen, ohne nach Hause zu müssen. Augenblick, wo haben wir Redstone? Ah, okay, das heißt gar nicht Redstone, da ist nur Redstone. Achievements wurden resettet, sehe ich gerade. Ja gut, ich habe den Computer resettet. Von daher. Ah ja, und ME Cable auf jeden Fall noch. So, Fluix. Das. Oh verdammt, ich habe was vergessen. Ja, Prozessoren. So, jetzt sollte es aber endgültig reichen. So. Prozessoren. Certus, Neta. Und Eisen. Conversion Matrixes. Eine extra, weil warum nicht? Ja. Netzwerk. Ich hab dich wieder. Geht doch. Ja, gut. Dann nehmen wir erstmal ein bisschen Kabel. Sounds, wie ich sie hasse. Ja gut, unter uns ist eine Schlucht, von daher verständlich, dass da diese Sounds kommen. Fällt mir gerade so auf. Ich stelle dich erstmal da hin. Sieht toll aus. Wir bräuchten hier vielleicht noch eine Stromversorgung. Zumindest eine MJ-Versorgung.
gut, Solarpanels lassen sich hier schlecht aufstellen. Plasma Generators. Ja, das wäre eine Idee. Aber jetzt noch nicht. Also, wir brauchen so einiges an Maschinen. Auf jeden Fall brauchen wir Centrifuges. Na gut, wir haben die Rezepte noch nicht mal drin. Ja, dann können wir es echt ganz vergessen. Und überhaupt, wo soll der Kram hin? Ah, ich weiß was. Carpenter erstmal. Das Wichtigste. Weil ich wollte eigentlich schon ewig obendrauf wenigstens die Aviaries aufstellen. Das Problem ist, genau daran hapert es. Machen wir mal das. Dann war es Glas. Zwei Carpenters. Ach, das ist ein Wegpunkt. Okay. So. Im Carpenter möchte ich automatisch Scented Panelings machen. Das ist Holz, Oil Jelly, Beeswax und Pollen. Dazu möchte ich so ein. Ja, geht doch. Wir haben wieder unseren Wireless Access. Oh, das hätte ich mir viel einfacher bestellen können. Ich hätte kein Access Terminal machen müssen. Der Kram war komplett im Netzwerk vorhanden. Ups. Na gut. Interface. Du kommst dahin. Dann Pattern Encode, Matrix, Table und Iron. Die Matrix müssten wir irgendwo haben. Wir haben zwei gecraftet. Wo ist die zweite? Hä? Verstehe ich nicht. Na egal. Noch eine neue Matrix. Crafting Table. Und Iron. Wir fangen hier so ein bisschen nochmal von vorne an. So gewissermaßen. Okay, der Encoder braucht zwar keine Patterns, aber egal. Ein Oil Jelly. Dann schade. Okay, dann müssen wir doch mal weg. Ich wollte halt wenigstens dem Netzwerk schon mal grundlegend beibringen, wie es Scented Panelings macht, um halt Aviaries zu machen, die wir hier noch brauchen. Wir haben, glaube ich, erst 3 Stück insgesamt. Während allein schon hier in die Mitte 9 Stück kommen.
Von daher wäre es gut, das schon mal vorzuproduzieren. Ah ja, und wir brauchen Honig. Dazu kann ich auf jeden Fall schon was machen. Wir brauchen Squeeze. Mindestens zwei. Und dann brauchen wir den ganzen Kram, der hinter Hülse steckt. Wie wir das dann machen sollen. Okay, Idee. Item Tesseract. Könnte ich das jetzt irgendwie ans Netzwerk schicken? Weil es lassen nichts raustrichtern oder so. Das heißt, ich müsste. Ich habe wirklich keine Lust, immer hin und her zu fliegen. Das geht. Jo, eine kleine Goldkiste dazu. Alles rein ins Netzwerk. Okay, wahrscheinlich ist das jetzt viel umständlicher. Es ist in dem Import was, in den Import-Porsche zu tun, fällt mir gerade auf. Das war dämlich. Der Import-Porsche ist echt viel schneller, glaube ich. Ja, damit geht es echt besser. Dann klicken wir uns hier mal kurz halb tot. Das brauchen wir auch noch.
eine dumme Idee. Der Porsche ist echt so viel schneller. Viel effizienter. So, dann das ganze Konstrukt noch. Ja, wir brauchen dringend das Ganze automatisiert. Es sammeln sich immer viel zu schnell die ganzen Comps an. 7208 Rocky-Comps. Ach du Scheiße. Nochmal so ein paar Deep Storage-Units für die stackweisen Drohnen. Beziehungsweise etwas, was sie sofort zu DNA verarbeitet und lagert. Wir brauchen noch zig Quantum-Tanks und so. Also es gibt so viel zu automatisieren. Wo ist denn hier der Carpenter? Der ist wohl gerade irgendwie woanders. Nehmen wir mal einen Quantum Tank. Oder vielleicht auch noch einen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt klappt. Crafting Terminal haben wir nicht, oder? Also können wir zum Crafting Terminal upgraden. Eisen, vier Eisen, drei Glas, Prozessor und Crafting Table. Achso, ich habe jetzt die beiden Rezepte vermischt. Crafting Table war vom Access Terminal. Aber stattdessen wollte ich jetzt noch einen Crafting Monitor machen. So, jetzt wurde es garantiert abgebrochen. Quantum Tank. Data Orbs. Ja. Dass wir die noch nicht automatisiert haben, stört mich gerade auch ein bisschen. Es mangelt an Data Orbs. Das freut mich natürlich. Dann versuchen wir gleich mal so ein bisschen High-End-Scheiße zu machen. Also, wir brauchen Data Orbs und diese Dinger brauchen theoretisch scheiße lange. Seitdem wir haben hier noch welche auf Vorrat, aber das bezweifle ich. Ne, wäre auch zu schön. Also, Assembling Machine. Das ist eine LV-Maschine. Nicht mehr lange. Transformer-Upgrades. LV, MV, HV. So. Das nehmen wir jetzt. Nehmen uns Overclocker Upgrades.
4 Stück oder so, vielleicht gehen auch mehr, suchen bzw. machen uns einen Plasma-Generator, ein Tesseract, wir stellen das auf. Erstmal hier hinten hin, wir werden keine Maschinen, falls was schief geht. Dann so. Ein HV-Transformer. So, kurzer Cut. So, Plasma ist jetzt gerade rein. Das heißt, der muss Strom bekommen haben. Das heißt, er verträgt es auf jeden Fall. Also ich habe nichts falsch gemacht. Und nun ist das ja eine Assembling Machine. Und in der sollen Data Ops gemacht werden. Diese brauchen Data Storage Circuits und Data Control Circuits. Für Data Storage Circuits, weil wir brauchen definitiv mehr. Advanced Circuits und Emeralds. Beziehungsweise Olivin. Wir nehmen dann natürlich dann Olivin. Aber wir haben keins mehr. Gut, nehmen wir mal Emeralds, weil wir sie gerade haben. So. Erstmal rein damit. Es arbeitet und es ist langsam. Nehmen wir ein Overclocker-Upgrade. Es arbeitet und es ist immer noch langsam. Nehmen wir ein Overclocker-Upgrade. Ist es nicht mehr ganz so langsam. Nehmen wir ein Overclocker-Upgrade. Man kann dem zusehen. Nehmen wir ein Overclocker-Upgrade. Man kann ihm noch besser zusehen. Probieren wir es weiter. Ich treibe es jetzt echt auf die Spitze. Overclocker-Upgrade. Geht nicht mehr? 4 ist echt das Maximum. Okay. Das finde ich schade. Aber dass die Data Storage Circuits, die normalerweise eigentlich schon ziemlich lange brauchen, jetzt einfach in einem Rutsch so durchgehen. Also, ja. Es ist ein konstanter Fortschritt eigentlich. Das ist schon ziemlich krass. Und dann geht's jetzt an die Data Orbs. Mal sehen, ob man da... Na ja, da sollte man auch zusehen können. Das ist zwar langsam, aber man sollte zusehen können. Relativ gut. Nie? Hm. Mal schauen. Normalerweise 640 Sekunden. Nehmen wir mal kurz den Rechner. Huch, der sollte eigentlich nicht da sichtbar. Na gut, lassen wir ihn sichtbar. 640 Sekunden. Alter, das geht ja gar nicht vorwärts. Das ist jetzt schon irgendwie nicht mehr normal. Der arbeitet gar nicht. Hallo? Oder arbeitet die? Das eine ist rot, das andere grün. Das Grün heller. Trotzdem sollte langsam ein Fortschritt zu sehen sein. Ich glaube, es geht nicht vorwärts, weil es da Mängel gibt. Es kann sein, dass es einen größeren Energiespeicher braucht. Weil es einfach mehr verbraucht, als es überhaupt in einem Moment haben kann. Probieren wir mal rum. Kann auch sein, dass wir es dadurch jetzt unbrauchbar gemacht haben. Ich habe echt damit nicht so viel Erfahrung.
Aber ich meine, mit einem höheren Energiespeicher sollte das besser funktionieren. Ein Lapotron und ein Revived Iron Plate. Sport, Überraschung, auch eine Assembling Machine. Und fast 3 Minuten. Beziehungsweise die Overclock-Upgrades wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wir sehen uns gleich, wenn es fertig ist. So. Das Lapotron Crystal Upgrade adds 1 million EU to the energy capacity. Das sollte dafür sorgen, dass wir immer noch Rubber Trees essen und dass diese Assembly Machine viel mehr Strom annehmen kann und hoffentlich endlich Fortschritt macht. Weil es wird halt durch die 4 Overclock-Upgrades jetzt so viel Strom auf einmal verlangt und so viel kann das Ding gar nicht von selbst aufnehmen. Der Speicher ist einfach viel zu gering. Wenn etwas einen Speicher von 2 EU pro Tick hat und 4 EU pro Tick verbrauchen soll, und selbst wenn es die bekommen könnte, weil das hier 800 EU geben könnte, würde es trotzdem natürlich nicht funktionieren, weil es nur 2 EU pro Tick haben kann und somit keinen Tick die benötigte Menge abgeben kann. Ja, ist natürlich jetzt in etwas anderen Zahlen gesprochen, aber so ungefähr ist es halt. Sagen, es ist schon ziemlich schnell. Dann können wir jetzt mal die Rechnung machen, die ich machen wollte. Es sei denn, es passen. Nee, es passen wirklich nur diese 4 rein. Gut oder schlecht, was auch immer. 640 Ticks. Nee, Sekunden braucht es, oder? Augenblick. Hallo? Hat gerade irgendwie nicht reagiert. 640 Sekunden. Ja. Wir haben. Also, wenn man ein Overclock-Upgrade hat, dann steht da, was das macht. Wenn wir zwei haben, steht auch, wie viel zusammen machen und so. Also, das wird dann immer schon vorgerechnet. Das heißt, bei 4 können wir genau sehen, was die ausrichten. Also. Increase Power to 655%. Das ist schon ziemlich krass. Aber da können, glaube ich, mehrere hundert EU pro Tick durch, also ist das kein Problem. Und wobei, selbst wenn das Ding nur einen EU pro Tick verbraucht, sind das schon 655 EU pro Tick. Und es verbraucht 204. Also, Augenblick, das rechne ich mal zuerst. 204 EU pro Tick. Mal 655 würde ich sagen, oder? Ja, das ist das 655-fache. 103. Nee, das kann doch nicht sein. Spaß. Ich weiß gerade auch nicht. Jedenfalls decrease process time to 24%. 640 sind 100%, also durch 100 sind eine. Ah, nee, wir hätten das andere noch durch 100 nehmen müssen. Okay. Also 1% sind 6,4 Sekunden. Also nach 6,4 Sekunden ist 1% rum, logisch. Und das mal 24,01. Es braucht 153 Sekunden pro Data Orb. Das heißt, 2,5 Minuten statt fast, nee, statt über 10,5. Also es ist durchaus eine deutliche Steigerung. Weniger als ein Viertel der eigentlichen Zeit nur noch. Oh, und wir haben keine Data Storage Circuits mehr. Das ist Kacke. Weil wir haben auch kein Olivin mehr. Und die Emeralds sind auch zu wertvoll. Olivin. Juhu. Haben wir noch mehr? Ja, ich bezweifle es. Circuit. Und dann noch Emeralds.
nicht reichen und Embers produzieren wir sowieso mehr als wir brauchen. Es geht so schön schnell. Die Data Storage Circuits machen wir jetzt so lässig nebenbei. Es geht schneller als ein Ofen ohne Overclocker. Und das ist schon ganz ordentlich. Mit den drei dort können wir nichts anfangen. Data Storage Circuits. Ich dachte, es bräuchte nur 8. Kein Wunder, dass das nicht aufgegangen ist. Naja. Aber wir haben den 4 Data Ops, das war mir gerade gar nicht bewusst. Dann. Quantum Tank. Hallo? Quantum Tank? Quant. Ah. Jetzt haben wir euch nur noch diese 4 Dinger gefehlt. Jetzt haben wir einen Quantum Tank. Das möchte ich jetzt noch kurz versuchen zu beenden. Also Squeeze brauchen wir. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt hin soll. 4, vielleicht hier hin. Fluid. Liquitakt. Und dann kommt da Honey Drop rein. Das kann man dann auch noch automatisieren. Mit einem Precision Export Bus. Und ein Import Bus braucht es, glaube ich, nicht. Doch, ein Import Bus braucht es leider auch, fürchte ich. Und ein Leveling-Mittel. Dahin, Export Bus dahin, Export Bus exported honey. Aber auch nur bis wie viel haben wir denn? In Levels are below limit. Achso, das Interface ist gar nicht angeschlossen, glaube ich, oder? Ja, darin liegt das Problem.
mit seinem Kabel. Ich will doch nur die Folge beenden. So. Und jetzt ist es aus. Wunderbar. So. Und dann Output. So rum. Auf diese Weise müssen wir gar nicht erst dafür sorgen, dass da eine Stromversorgung. Hey, also. Auf diese Weise ist hier ein Redstone-Signal, was dafür sorgt, dass der Honig rausgepumpt wird. Weil der Emitter macht halt diese Cherrywood Planks zu einem starken Signal. Und das Liquid liegt da dran, erhält davon ein Signal und pumpt deshalb. Und es tut es nur so lange, bis weniger als 2000 Honig im Netzwerk sind. Dann hört es auf. Und dann sammelt sich hier noch ein Vorrat an. Weil hier sind dann noch 9 Stacks Honig drin. Cool. Hier haben wir jetzt also einen schönen Honigvorrat. So. So. Und damit können wir dann bald die LWW-Produktion automatisieren. Weil das braucht ja Honig. Auch Seed Oil brauchen wir dann noch. Das müssen wir auch noch automatisieren und Quantum Tank für machen. Es kommt alles noch. Und vielleicht bleibt der Kram ja auch nicht so stehen, wie er derzeit steht. Das ist alles derzeit nur, damit es endlich mal zum Laufen kommt. Weil wir haben ja bisher nicht wirklich Fortschritt gemacht. Gut, dann würde ich jetzt sagen, was ist mit dieser Folge, weil die schon viel zu lange ist. Tschüss und bis zum nächsten Mal.